unser Mini braucht natürlich auch ein paar Schweller. Die haben wir natürlich auch. Hier auch im Glossy Black. Machen wir erstmal die Passformkontrolle. Hier sitzt gut. Schaut gut aus. Ich bin vorne auch bündig. Die Schweller kommen hier in dem Fall direkt unter den Originalschweller. Also bei den BMW-Modellen ja oft so, dass die ja hier eine Verkleidung haben. Und Mini ist ja auch in der BMW-Gruppe. Und da ist es dann, oder da bietet es sich dann an, eben Schweller von unten anzusetzen. Lässt sich relativ einfach somit montieren. Und ja, es bleiben die Aufnahmen sogar noch für diese Wagenheber hier frei. Allerdings dann hier beim Ansetzen des Wagenhebers nicht direkt, wie man das machen kann, hier auf die Schere hochheben, sondern dann nochmal ein Klötzchen anlegen, wenn ihr die Schweller verbaut habt. Dann bereiten wir das mal vor, ordentlich sauber machen und hier das Hilfsband anbringen. So, und weil wir hier die Schweller haben und die Auflagefläche relativ gering ist und auch ja, im Endeffekt aerodynamisch natürlich hier einiges passiert, bitte den Primer nicht vergessen, der ist dabei in so einem kleinen Tütchen. So, das ein bisschen ablüften lassen ist natürlich wichtig. Hier sieht man natürlich ein bisschen das Klebeband. Kann man natürlich jetzt ein bisschen da noch rausfummeln. Aber bitte denkt dran, das dichtet auch gleichzeitig ab. Und da läuft natürlich Wasser dann da unten rein im Daily Using und platzt dann womöglich auf durch gefrierendes Wasser und so weiter. Das ist halt immer so ein bisschen der Nachteil von den Bändern, dass man die dann natürlich an den Verbindungsstellen womöglich sehen kann. Oder man kann ja auch mit so ganz leicht mit dem Lackstift ein bisschen da an dem Band entlang gehen. Für all die Leute, die das stören sollte. Aber man dürfte halt nicht vergessen, es hat den riesen Vorteil, hier keine Nieten unten reinschießen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Aber wenn ihr das Auto verkaufen wollt, zurückgeben wollt oder wie auch immer, dann ist das natürlich hier viel einfacher. Und dann haben wir ja noch einen Schweller. Genau, da haben wir noch ein kleines Add-on. Das ist ein separates Produkt, ja. Es ist 251, also hier gibt es die Möglichkeit zu sagen, machen wir gleich drauf, machen wir später drauf, verändern wir zu einem anderen Zeitpunkt noch. Genau, und da haben wir dann im Übrigen auch einen Teil von dem Klebeband wieder versteckt sozusagen. Genau, abgedeckt. Und hier bei der Positionierung kann man sich an der Türkante orientieren, dass die quasi auf die Spitze hier zufluchtet. So, dann machen wir auch noch mal kurz ein bisschen sauber. Hier können wir uns allerdings den Primer sparen. Also dann klebt im Endeffekt der eine auf den anderen. Genau, also den kann man wirklich nur mit dem Schweller auch zusammen montieren. Genau, das ist wichtig. Wichtiger Hinweis. Genau, wenn man möchte, kann man da auch mit den Oberflächen spielen, dass man das dann in einer anderen Oberfläche hat und da irgendwie zwei Oberflächen kombiniert. Genau, das ist eine coole Idee. Dass man da hier was Mattes macht oder umgekehrt. Genau. Oder vielleicht sogar ein bisschen Lack drauf. Coole Sache. Einfache Installation. TÜV-Gutachten, alles dabei, braucht da keine Angst haben, es gibt keinen Stress. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt dran, abonnieren. Ihr wisst ja, es kommt noch mehr, verpasst das nächste Video nicht. Bis dahin, CSR. Ciao.